Höhepunkt und Sternstunde im Leben zweier Bodybuilder. Renate Holland und Peter Hensel aus München wurden mit dieser Kür Weltmeister der Paare. Ein Paar, dessen kraftvolle, sportlich-athletische Erscheinung Publikum und Kampfgericht ebenso überzeugten wie ihre Eleganz und Kreativität in der Bewegung und in der Ausführung der Figuren. Der Alltag der Bodybuilding-Weltmeister zeigt die Kehrseite der Medaille. Täglich 3 bis 5 Stunden hartes Training mit Hanteln und Kraftmaschinen. Hochleistung in Serie. Härte, Disziplin, Ausdauer und Selbstüberwindung. Kampf gegen Widerstände und Gewichte bis zur Erschöpfung. Wer diese Athleten auch nur ein einziges Mal trainieren sah, kann über die Frage, ob Bodybuilding überhaupt Sport sei, nur den Kopf schütteln. Für die Schlagzeilen sorgt im Bodybuilding allerdings nur eine kleine Minderheit. Es gibt nur sehr wenige Top-Athleten wie Renate und Peter. Nur etwa 1% aller Menschen, die Bodybuilding betreiben, trainieren mit dem Ziel, an Wettkämpfen teilzunehmen. 99% kommen mit ganz anderen Zielsetzungen in die Studios. Diese Freizeitsportler wollen mit Hilfe der offensichtlich sehr wirkungsvollen Geräte und Übungen ihre im bewegungsarmen Berufsalltag vernachlässigte Muskulatur kräftigen, formen und straffen und unerwünschte Fettpolster abtragen. Darüber, dass diese Ziele im Bereich des Breitensports durch ein vernünftiges Bodybuilding-Training zu erreichen sind, gibt es selbst unter namhaften Wissenschaftlern keinen Zweifel. Mit einer gut ausgebildeten Muskulatur kann der Mensch sich nicht nur rationell, ökonomisch, schnellkräftig, geschickt und ausdauernd bewegen, er ist darüber hinaus auch leistungsfähiger, er ist gesünder und hat eine ausgewogene Figur. Bei einem richtigen Muskeltraining werden nicht nur sichtbar Körperformen harmonischer ausgebildet, sondern gleichzeitig auch Körperfettanteile abgebaut und Stoffwechsel- und Nervensystemfunktionen entscheidend verbessert. Für den Trainingswissenschaftler gibt es deshalb keinen Zweifel darüber, dass ein unter vernünftiger Anleitung betriebenes Fitness-Bodybuilding, das heißt ein Muskelkrafttraining mit individuell abgestimmten Gewichten und unter progressiver Belastungssteigerung, für jedermann äußerst empfehlenswert ist. Richtig betriebenes Muskeltraining ist für Jung und Alt, für Frauen und Männer, für Trainierte und Untrainierte nahezu risikolos. Ist das Ihre erste sportliche Betätigung? Richtig betrieben, wie Professor Dr. Grosser betont, heißt, dass jedes neue Studiomitglied zuerst einmal von einem ausgebildeten Trainer betreut und beraten werden sollte. Bevor der Trainer ein Übungsprogramm zusammenstellt, erkundigt er sich nach den besonderen Motivationen und persönlichen Wünschen seiner Schützlinge. Starten und wenn wir uns ja nicht nachher mit großer Vorrednung verhalten, werden wir gleich mal ins Gerät gehen und die erste Übung machen. Ja? Ja, danke. Voraussetzung für ein Programm, das individuell und angemessen sein soll, ist der offene Informationsaustausch über Gesundheit, Fitnesszustand, Stärken und Schwächen. Gewicht nehmen, so etwa 20 Kilo, die Arme vom Oberkörper verschränken und jetzt mit dem Rücken das Gewicht immer nach hinten drücken. Damit trainieren wir jetzt den unteren Rücken, wieder vorkommen. Grundsätzlich sollte das Muskeltraining für den Freizeitsportler alle Körperpartien angemessen berücksichtigen. Angemessen heißt, die schwächeren Partien und Problemzonen, wie hier der Rücken, sind intensiver aufzubauen als die gut entwickelten.
Bewegung für die Brust, immer dran denken, die Brust anspannen, zusammen, gleichmäßig atmen und zurück. Und wieder zusammen. Okay? Noch 8 Wiederholungen, ja. Ist okay. Je nach Bedarf wird ein Muskel oder eine Muskelgruppe an einem oder an mehreren Geräten mit verschiedenen Übungen trainiert. Na, wenn wir noch 2 machen. Und schön. Der Trainer muss auf die richtige Belastung durch die Gewichte ebenso achten wie auf die korrekte Ausführung der Übung. Schön weit den Nacken runterziehen. Ja. Dann 2 rauslassen, die konsequent Arme. Und effektiv kann so ein Programm nur mit Hilfe von Trainingsgeräten absolviert werden, die speziell für die Herausbildung bestimmter Muskeln und Muskelgruppen konzipiert sind. Hier zum Beispiel eine sogenannte Latzugmaschine für das Training des Latissimus dorsi, des großen Rückenmuskels, eines Muskels, der im normalen Alltag sträflich vernachlässigt wird. Sogenannte fliegende Bewegungen mit Kurzhanteln in Rückenlage auf der Bank sind besonders gut für die Entwicklung der Brustmuskulatur. Als weiteres Beispiel die sogenannte Beinpresse, die vorzüglich geeignet ist für die Kräftigung der Oberschenkelmuskulatur. Auch ein Training mit schweren Gewichten ist hier ohne die problematische Belastung der Wirbelsäule möglich. Unscheinbar, aber sehr effektiv ist dieses Schulterheben mit Langhanteln. Ein ausgezeichnetes Training für den Trapezmuskel und die Schulter. Und wer zum Beispiel besonderen Wert auf einen kräftigen Bizepsmuskel legt, hat unter vielen Geräten und Übungen die Auswahl. Hier sogenannte Kurzhantel-Curls auf der Schrägbank. Neben der methodisch und physiologisch sinnvollen Zusammenstellung des Trainingsprogramms ist vor allem die richtige Belastung von entscheidender Bedeutung. Denn darauf beruht das physiologische Grundprinzip des Bodybuilding. Nur ein intensiv belasteter Muskel kann größer und kräftiger werden. Dieses Prinzip hat generell für unsere bewegungsarme Zeit Bedeutung, weil wir unsere Muskulatur viel zu wenig belasten. Wir bezahlen hierfür mit mangelnder Muskelkraft, mit Haltungsschwäche, aber salopp gesagt auch mit schlechten Figuren. Je mehr ein Muskel belastet wird, umso mehr wird die Totalität seiner Fasern angeregt. Die Belastung selbst geschieht durch Hanteln oder an Kraftmaschinen. Und sie hat einen progressiven Charakter, weil der Reiz, der auf den Muskel wirkt, immer wieder erneuert werden muss. Was für den einen 5 Kilogramm an der Hantel bedeuten, sind für den anderen 30 Kilogramm. Wichtig ist nur, dass jeder Einzelne seine Muskeln so stark belastet, dass sie entsprechend positiv reagieren müssen. Die Sportphysiologie lässt keinen Zweifel daran, dass die Prozesse, die im Breiten- und im Spitzensport ablaufen, absolut identisch sind. Die medizinisch-physiologischen Erkenntnisse der Wissenschaft werden im Bodybuilding-Hochleistungstraining bis zur letzten Konsequenz in die Praxis umgesetzt. Um Erfolg zu haben, wie Europameisterin Anja Langer, muss ein Wettkampfathlet eine gut proportionierte Muskelmasse entwickeln. Nur dann, wenn extrem viele Muskelfasern eingesetzt werden, wie Professor Dr. Beuke betonte, und so die maximale Muskelkontraktion erreicht wird, können Muskelmasse und Kraft optimal trainiert werden. Deshalb ist das progressive Gewichttraining im Bodybuilding-Hochleistungssport ungleich härter und intensiver als im Fitnessbereich. Zielbewusste Athleten streben bei jedem Training für bestimmte Muskelgruppen eine vollständige Erschöpfung an. Einen Punkt, der weit über die normale Ermüdung hinausgeht. Eine gewaltige Plagerei, immer an der Grenze der Leistungsfähigkeit.
nicht so. Nein. Noch zwei Stück, komm. Eins. Komm. Nein. Nein. Weniger Gewicht wird natürlich im Bodybuilding-Breitensport aufgelegt. Hier liegt die Zielsetzung ja nicht in der Entwicklung einer extremen Muskelmasse, sondern in der Verbesserung der Fitness, der Kraft, der Gesundheit und der Figur. Der Trainer achtet hier also mehr darauf, dass das Übungsprogramm nicht zu einseitig ist und dass die Trainingsgeräte richtig belastet werden. Es darf nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel Gewicht aufgelegt werden. In der großen Masse der Freizeitsportler in den Studios gibt es viele, die ihr Programm auf ganz spezielle Wünsche abstimmen. Wenn zum Beispiel jemand seine besondere Schwäche im Bereich der Rumpfmuskulatur hat, das heißt schwache Bauch- und Rückenmuskeln, so wird er diesen Bereich besonders intensiv aufzubauen versuchen. Wie hier zum Beispiel mit Hilfe dieses Bauchmuskeltrainings am Bauchbrett. Mehr und mehr kommen auch Freizeitsportler in die Studios, die ihre Fähigkeiten in speziellen Sportarten wie Tennis, Skilauf, Radfahren und so weiter verbessern wollen. Kein Wunder, dass auch viele Spitzensportler längst erkannt haben, dass dieses Training an den Kraftmaschinen eine sehr effektive Ergänzung ihres speziellen Disziplintrainings ist. Markus Wasmeier, der Skiweltmeister aus Schliersee, braucht bei seinem Sport zum Beispiel besonders viel Kraft in den Beinen. Star-Torhüter Jean-Marie Pfaff von Bayern München legt verständlicherweise mehr Wert auf das Training der Arme, der Schultern und des Rückens. Auch auf dem Gebiet des Behindertensports bieten die Trainingsmaschinen in den Studios ideale Bedingungen. Dimitri war 1980 unter den Opfern des Oktoberfest-Attentats und verlor beide Beine. Nach Rücksprache mit seinem Arzt konzentriert er sich beim Bodybuilding-Training auf die Muskelbereiche, die trotz oder gerade wegen seiner Behinderung besonders kräftig sein müssen. Ich trainiere seit einem Jahr in dem Studio. Bodybuilding ist in Bezug auf meine Behinderung für mich ein super Ausgleichssport und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das jemals aufgebe. Christine ist seit 15 Jahren von der Brust abwärts querschnittsgelähmt. Eine missglückte Bandscheibenoperation fesselt sie seit dieser Zeit an den Rollstuhl. Auch sie hat entdeckt, dass ein fachkundig zusammengestelltes Trainingsprogramm an ausgewählten Geräten angesichts ihrer sehr